Dieser Beitrag wird Ihnen gewidmet von der Braunion und der WSC Hertha Wels. Meldet euch noch an beim ersten Welser Business Kleinfeld-Turnier am 4. Mai im Mautstadion. Anmeldung unter nelweg.film@gmail.com. Das erste Freitagsspiel der WSC Hertha Wels im April gegen den SK Scherding. Trotz strömenden Regen kamen 150 Zuschauer ins Mautstadion. Für Schiedsrichterin Magister Agnes Brammer war es in der Frühjahrssaison bereits das zweite WSC Hertha-Spiel, das sie leitet. Die Zählerelf steht massiv unter Druck, da sie letzte Woche auswärts gegen Friedburg 3:1 verlor. Die Hartinger Jungs aus Scherding kamen hochmotiviert nach Wels, da der zweite Tabellenplatz und damit die Relegation für die Radio Oberösterreich-Liga in Reichweite liegt. Für beide Teams ein enorm wichtiges Spiel. WSC Hertha begann sehr druckvoll, Ecke Gülemetz kurz ausgeführt. Hartinger zieht sofort ab, aber abgeblockt. Gestocher im Strafraum, irgendwie kommt der Ball zu Lugonia, der gefühlvoll den Ball ins linke Ecke. 1:0 nach einer Minute. Ein Blitzstart der Welser. Trainer Zeller und das Publikum sichtlich zufrieden. Auf der anderen Seite in der 22. Minute, Scherding über links. Kaders Schuss kommt gefährlich für Torhüter Hübel. Die Faustabwehr bringt keine Befreiung und so landet der Ball irgendwie bei Daniel Aigner, der den Ball über Hübel lupft und den glücklichen Ausgleich erzielt. Die WSC Hertha kombiniert auf der linken Seite. Die Flanke von Gölemetz auf Nikola Fladenow. Doch der Kopfball zu zentral und somit leichte Beute für Keeper Haas. Weiterhin 1:1. In der 40. Minute kommt Scherding über links. Langer Ball zur Mitte. Die Hereingabe auf Sebastian Wenne. Doch Manuel Hübel, der zurzeit in Hochform ist, gleich mit den Beinen. Brisante Szene im Strafraum der Scherdinger in der 43. Minute. Hertha mit einem Eckball von links. Getümmel im Strafraum und Verwirrung bei den Spielern. Und auch für die Fans war es nicht ersichtlich, dass die Schiedsrichterin nach Rücksprache mit dem Linienrichter nach vermeintlichem Handspiel auf den Elferpunkt zeigte. Nikola Fladenow verwandelte trocken zum 2:1 für die WSC Hertha. Mit diesem Ergebnis schickte die Schiedsrichterin die ausgeglichenen Teams in die trockenen Kabinen. Chancen auf beiden Seiten, aber zur Pause führt die Hertha mit 2:1. Meldet euch noch an beim ersten Welser Business Kleinfeld-Turnier am 4. Mai im Mautstadion. Anmeldung unter nelweg.film@gmail.com. Gleich nach Wiederbeginn Angriff der WSC Hertha über links. Gülemetz zieht ab und knallt den Ball auf die Stange. 2 Minuten später Freistoß Hertha. Gülemetz hebt den Ball über die Mauer. Thomas Haas kann die Kugel nicht festhalten und Fladenow zeigt die Abstauberqualitäten eines Stürmers. WSC Hertha 3, Scherding 1. Die Welser weiter auf dem Vormarsch. Langer Ball auf Gülemetz. Dieser zieht diesmal sofort ab, aber knallt den Ball auf die Latte. Ein Raunen geht durchs Stadion, aber es bleibt beim 3:1. Freistoß für Scherding in der 60. Minute. Arjen Kader führt kurz aus. Hoher Ball nach links außen. Flanke zur Mitte. Sebastian Wenny auf dem Posten. Aber auch der Linienrichter. Abseits. Chance für die WSC Hertha. Nach einem Einwurf tankt sich Krigic durch. Strammer Schuss, aber leider auf die Stange. In der 80. Minute macht der Scherding noch einmal spannend. Kader bringt den Ball zur Mitte, Hübel verschätzt sich und irgendwie gelangt der Ball zu Karl Freihardt, der auf 2:3 verkürzt. In der letzten Minute Freistoß für die WSC Hertha. Ausgeführt durch Gölemetz auf Ivan Todorov, der zur Mitte köpft. Aber Niko Fladenow steht im Abseits. Es bleibt am 3:2 Sieg für die Heimmannschaft. Und damit bei 3 wertvollen Punkten der WSC Hertha Wels im Abstiegskampf. Trainer Zähler blickt zuversichtlich in die Zukunft. Das war sehr wichtig für uns heute. Wir waren schon von Anfang an sehr gut ins Spiel gekommen. Wir sind in Führung gegangen. Und leider nach 15 Minuten waren wir ein bisschen zufrieden. Ich glaube, die Spieler haben geglaubt, dass es schon geht von selber. Und dann später, wir sind wieder nach 20 Minuten wieder ins Spiel gekommen, wo wir ein Ausgleichstor bekommen. Und nur mir ärgert, dass wir schon Partien zweiter Halbzeit, wir hätten schon früher 4, 5, 6-1. Und leider ins Fußball ist so, wenn du das nicht machst, solche Torchancen, dann kriegst du einen Lupfer hinten. Aber trotzdem, ich muss mich Mannschaft gratulieren, wir haben heute sehr gut gespielt, eine hervorragende Partie. Und das war nie Sieger in Frage, dass wir heute Partie nicht gewinnen können. Wenn wir weiter so spielen, ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich, dass wir weiter von dieser Abstiegszone kommen. Ganz einfach.